So Leute, nochmal, um es klarzustellen. Dieses Video wird von King Leon 88, King mit 2G, King Leon 88 gecuttet. Er ist auch der Kumpel, den ich erwähnt habe, dem ich Level Up als zum Geburtstag halt geholt habe. Und unten ist er auf jeden Fall verlinkt, wie gesagt. Checkt ihn ab. Gönnt ihm Abo. Gönnt mir Abo. Gönnt mir Glocke. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Level Up ist ein Gaming Booster, der euch schwach und fokussierter macht. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So Leute, somit willkommen zu einem neuen Video bei mir. Welcome to Brawlhalla ist das Motto heute. Auf jeden Fall, ich habe mich lange nicht gemeldet. Heute komme ich einfach mal mit einem spontanen Video. Ich habe mir nämlich von Level Up dieses Tester-Paket geholt, wo 5 Sorten drin sind. Und in diesem Video handelt es sich darum, um meinen Top 5 und welches am besten ist. Es wird ein kurzes, knackiges Video. Werde dabei eine Runde Brawler zocken. Leute, wie ihr sehen könnt, habe ich mir Skins gekauft für Zoriel. 2 Stück. Das dritte ist absolut hässlich. Aber ja, darum geht es in dem Video ja nicht. Hops nehmen. Und in dem Testerpaket sind 5 Sorten dabei. Mit jeweils einer Portion für 500 Milliliter oder jeweils 2 Portionen für 250 Milliliter, also ein Glas sozusagen. Und in dem Tester-Ding sind drin Cherry Lemonade, Cola Corada, Blue Crush, Jungle Juice und Strawberry Kiwi. Boah, wie das spammt. Ihr seht auch Bilder eingeblendet, damit ihr euch das, falls ich es zu schnell sage, könnt ihr pausieren. Oh, dieser Hund, Alter! Auf jeden Fall. Ich habe alle 5 probiert und ich habe ein eindeutiges Ranking für mich. Ich habe meinem Kumpel auch 2 Sorten geholt und von ihm habe ich auch zumindest zu einer Sorte das gleiche gehört. Und ich erwähne jetzt direkt, ich schnack einfach nicht lang rum. Ich erwähne euch direkt meine Nummer 5, das was ich am ekligsten finde. Okay. Am ekligsten fand ich Cola Corada. Also, vielleicht kann man sich das nicht vorstellen. Cola ist so bestimmt geil. Haribo, Cola Haribo ist ja geil. Pipapo. Aber es hat geil gerochen. Und ich finde auch jede Sorte riecht geil, wenn man so in die Dose riecht. Aber es hat einfach ekelhaft geschmeckt. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, Cola Corada ist eher eine Sorte zum Mischen. Bei Cola Corada kann man schön mit Orange Dings mischen. Ich weiß auch nicht, wie das genau heißt. Dann ist es einfach speziemäßig. Oh Gott. Platz 4, Blue Crush. Blue Crush war nicht schlecht, kann man trinken, wenn es sein muss. Aber würde ich mir nicht kaufen. Ganz ehrlich. Also, es hat was Frisches, Frischeres. Es ist. Also, wenn ich sage wie Eisbonbon, dann hört es sich an, als wäre es gut, aber es ist wie schlechtes Eisbonbon, schmeckt das, würde ich jetzt sagen. Einfach so billiges Eisbonbon. Nicht dieses Gute, was jeder Mensch kennt, sondern eine so billige Nachmache. So schmeckt es ungefähr. Würde ich mir auch auf jeden Fall niemals kaufen. Also ich persönlich. Es kann ja sein, dass jemand meint, dass das ihm geschmeckt, aber habe ich noch nicht gehört. Also halt unnormal schmeckt. Schlecht ist es nicht, wie gesagt, aber gut auch nicht wirklich. Dann mein Platz 3, Strawberry Kiwi. Strawberry Kiwi schmeckt gut. Ist echt nicht schlecht. Aber ist ziemlich, ziemlich, also ist im Gegensatz zu den anderen ein bisschen saurer und mein Gegner hat aufgegeben, so nebenbei. Ich habe mich nicht mehr konzentriert. Ich habe einfach auf mein Handy geguckt, auf meine Notizen, aber okay. Ich muss noch erwähnen: Stellt euch drauf ein, wenn ihr allgemein ein Wassertrinker seid oder jemand, der wenig Softdrinks trinkt, wenig Süßes trinkt oder wenig Süßstoff allgemein konsumiert, dass es am Anfang echt sehr süß schmecken wird. Weil ich bin eigentlich nur ein Wassertrinker und ich muss sagen, also alle Sorten, also ich meine gerade alle Sorten, nicht nur Strawberry Kiwi oder so. Die schmecken alle ganz sehr, sehr süß am Anfang. Wegen dem ganzen Süßstoff. Aber dagegen kann man halt beim Scoop, also bei dem Löffel, einfach mal ein bisschen mehr abklopfen. Dann hat man weniger drin. Oder mehr Wasser reintun. Dann ist es nicht so süß. Ich bin tot. Also das war mein Platz 3, Strawberry Kiwi. Platz 2, auf jeden Fall Jungle Juice. Jungle Juice ist echt geil. Also muss ich sagen, es ist wie Capri-Sonne Multivitamin.
Und ja, wie gesagt, bei dem auch, also bei allen Sorten ist es halt immer am Anfang sehr süß. Dann kann man halt einfach mehr Wasser rein tun, so 100 Milliliter oder ein bisschen weniger von dem Pulver. Boah, verpiss dich! Ja, Platz 2. Jungle Juice. Ist einfach. Also, ich bin noch der Meinung, dass es jedem schmecken wird. Also, außer es gibt wirklich Menschen, die Multivitaminsaft oder sowas nicht mögen. Aber es müsste eigentlich jedem schmecken. Wäre meine Meinung. Mann! Für die, die nicht fürs Gameplay da sind. Tut es mir leid, aber ich musste gerade. Oh. So. Platz 1, endgültiges Platz 1. Und also ich habe es mir auch hier nochmal im Nachhinein gekauft. Also nicht nur im Starter Pack, sondern ich habe es mir wirklich selber als Sorte geholt. Cherry Lemonade. Ah, nebenbei Jungle Juice habe ich mir auch geholt. So, Platz 1, Cherry Lemonade. Es ist unnormal geil. Es ist auch direkt ausverkauft gewesen nach der 2 für 1 Preisaktion. Also wo man nur 50, ja. 50% für seinen Einkaufswagen zahlen musste. Es ist das erste, was ausverkauft war. Vor Digital Camo der neuen Sorte. Glaube ich zumindest, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also, Cherry Limited hat auch meinen Kumpel, habe ich meinem Kumpel geschenkt. Leon schneidet das Video auch, er wird auch unten verlinkt sein. Und er meint auch, Digga, das schmeckt einfach echt heftig. Moment. Cherry Lemonade schmeckt, also es schmeckt einfach nach diese Haribo, diese Kirsch-Haribo, die unnormal geil schmecken. Einfach danach mit bisschen Lemonade und es, ich finde, das ist das perfekt, also es ist einfach perfekt, dieser Geschmack. Noch dazu, weil wir Zeit haben, weil ich ja anscheinend zwei Runden spielen musste, erwähne ich mal, dass ich. Also ich habe mir vier Sorten geholt, nachdem ich dieses Testerpaket hier fertig gemacht habe. Und ich habe mir, wie schon bereits erwähnt, Jungle Juice und Cherry Lemonade geholt. Und dazu habe ich mir nochmal zwei neue Sorten, die ich noch nicht bei dem Testerpaket hatte, geholt. Nämlich Ananas Pop, Pineapple Pop halt. Und Digital Camo. Zum Glück habe ich's geholt, bevor es ausverkauft war. Nochmal Shoutout an Haptic. Mit seinem Code habe ich einfach 80 Euro gespart. Und mit meinem Kumpel sein Geschenk auch nochmal 40, also 120. Und ja, Pineapple Pop habe ich mir geholt und Digital Camo. Und ich muss sagen, Pineapple Pop ist ziemlich süß, aber immer noch ziemlich gut gelungen, finde ich, für Ananas, weil allgemein chemische Sachen, die angeblich nach Ananas schmecken sollen, schmecken in der Regel scheiße. Aber ich finde, die Sorte ist gut gelungen, aber immer noch nicht besser als Cherry Lemonade oder Jungle Juice. Und Digital Camo, ich kann Digital Camo nicht gut beschreiben. Es ist einfach wie so ein Haribo, irgend so eine Süßigkeit. Man weiß nicht, wie sie schmeckt, aber sie schmeckt nicht schlecht. Wisst ihr, also es hat einfach keine Geschmacksrichtung oder so, aber sie schmeckt gut. Und ja, das war, also, und ich würde Ananas, also meine Top 2 bleiben, auch nachdem ich die zwei hier probiert habe. Jungle Juice und Cherry Lemonade. Mann, hörst du Spam? Ich konzentriere mich nicht mehr, ey, der wird so hops genommen werden. Jungle Juice und Cherry Lemonade, auf jeden Fall Platz 1 und 2, mit Abstand. Dann würde ich Platz 3 Pineapple vielleicht? Bin mir aber auch nicht sicher. Also Platz 3 packe ich Digital Camo, Pineapple Pop und, wie hieß es? Strawberry Kiwi. Würde ich jetzt sagen. Also, wenn ihr euch nur zwei holt, würde ich sagen, holt euch Cherry Lemonade und Jungle Juice. Oder wenn ihr ein bisschen Abwechslung haben wollt, bisschen was Saures, könnt ihr euch Strawberry Kiwi holen. Ja, mein Ehre genommen. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es war informativ genug. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Scheiße gelabert, weil ich nebenbei gezockt habe. Haut raus, wir sehen uns im nächsten Video. Ich will aktiver Videos. Ciao.